didn't even get to cross. Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge X-Plane 11 und ja, heute schauen wir uns mal eine F4U Corsair an. Ja, ist ein kostenloser Add-on-Flieger. Link packe ich euch in die Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, ja, von außen, ja, sieht schon recht detailliert aus, nur der Schatten macht hier gerade ein bisschen Faxen. Oh, hier ist gerade Tankflugzeugtreffen auf der Runway bzw. auf dem Taxiway. Und ja, wir werden mal schauen, ob wir uns nicht davor setzen können. So, ich bin echt gespannt, wie der Flieger sich verhält. wir werden mal wieder hier so eine Ehrenrunde drehen quasi. Ja, ich bin noch auf der Suche nach diversen Flugzeugen, kostenlosen Flugzeugen, die sehr schön zu fliegen sind etc. Und da muss ich halt mal ein bisschen gucken, aber ich wollte euch die Corsair F4U auch nicht vorenthalten. Boah, okay, da habe ich irgendwie den Eingang verpasst. Wir müssen hier lang. Boah, die hat aber auch übelst Leistung. Da braucht man nur minimal am Gas ziehen quasi oder ein bisschen Schub geben und die setzt sich sofort in Bewegung. So, wir können mal ins Cockpit gehen, ist nicht so detailliert. Hier ist auch noch ein Fehler, irgendwie ist hier ein Schalter oder ich weiß jetzt gar nicht. Da steht was von Weapon, aber okay. 3D-Cockpit haben wir hier quasi nicht, kann mir nicht umschauen. Ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber ja, wir schauen mal hier aus der Außenperspektive. Ja, da werden wir uns jetzt hier mal einfädeln, uns einfach vordrängeln, weil bis die KC-10 dort ja, Startfreigabe bekommen hat, sind wir schon quasi weg, oder? Naja, die wird jetzt durchziehen, denke ich. Ich weiß nicht. Oh, okay. Ja, die ist schon hier am Durchstarten. Ja, die Bremse, das ist auch noch nicht so das Gelbe vom Ei hier. Da habe ich mich ein bisschen gedreht. Quasi ein U-Turn mit der F4U gemacht. Und da hebt die KC-10 schön geschmeidig ab. So, die andere. Ja, wo haben wir sie? Ja, die ist da noch nicht auf der Startbahn. Okay, dafür haben wir uns jetzt vorgedrängelt. Dann würde ich sagen, fahre ich mal die Klappen aus. Und dann werden wir auch schauen, dass wir hier schleunigst wegkommen. Boah, die hat aber auch hier übelst Klappen. So, dann würde ich sagen, starten wir durch. Gucken, dass wir hier wegkommen. Okay. Was ist hier los mit dem Heckrad? Okay. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ey, ich weiß nicht, warum das. Ist das nicht arretiert? Keine Ahnung. Okay, kleines Problem hier. Ja, ich versuche mal ganz kamikaze-mäßig hier, ob ich hier so wegkomme. Ich brauche ja nur kurz abheben. Okay.
Hat funktioniert. Wir sind zumindest in der Luft. Boah, der Sound von dem Flieger ist sehr realistisch. So, ja, Start war jetzt total unglücklich. So, zumindest sind wir in der Luft. So, wir gucken jetzt mal eben rein. Das kann ja hier auch nicht sein. Was ist denn hier? Betrieb. Jo. Datenausgabe, Joystick, Flugsteuerung, Flugablauf. Motoren ist das nicht, Flugsteuerung, Trimmung, oh, Grundlagen, Segler, wow, okay. Alles zu viel Krams hier. Was haben wir denn hier? Naja, hier nicht. Boah, das ist echt nervig. Nein. Betrieb. Ja. Flugsteuerung. Ja, Grundlagen. Ja, ich guck mal hier. Bei Gear. Okay. Tail. Okay, nehmen wir mal. Okay. Fangtrichter brauchen wir nicht. So. Jetzt müsste das Ganze funktionieren, auch landetechnisch. Ich habe es gelöst. So, die Klappen können wir einfahren. Die werden wir jetzt nicht mehr brauchen. So, und dann bin ich gespannt. So, Klappen ganz rein. So, ich gebe mal total Gas hier. Ja, Livery ist jetzt nicht ganz so schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Flugverhalten ist sehr cool. So, ziehen wir mal hoch. Flugverhalten ist so ganz cool. Kann ich nicht anders sagen. Wir lassen jetzt mal absacken, die Maschine. So, mal ein bisschen Faxen machen. Mal ein bisschen Kunstflug hier testen. So, da haben wir einen Stall. Und da sacken wir ab und dann, okay, die fängt sich jetzt aber. Ja, aber ich meine, hier vom Realismus her sieht das schon nicht verkehrt aus. Das sah jetzt für mich realistisch aus, wie die Maschine sich dann so quasi auch verhält. Und was ist denn hier für ein Betrieb am Flughafen? Da ist schon wieder ein Flieger am Start, der hier seine Runden dreht. Und, ja, lässt ordentlich Qualm hier hinter sich. Oder beziehungsweise Abgase, sehe ich gerade. Ja, sieht voll aggressiv aus mit der Lackierung. So, dann drehen wir mal hier auf den Kopf. Mal ein bisschen hier Flugeigenschaften check. Boah, was ein übler, heftiger Sound hier, ja. Ah, da habe ich einen Red Out, einen kleinen. Wir sind auch sehr schnell hier mit der Maschine unterwegs. Ja, lässt sich aber echt gut fliegen. Sehr präzise. So, wir lassen ihn nochmal absacken.
Erstmal steigen hier. Ja, ich habe jetzt mal gar nichts gemacht, die fängt sich aber automatisch die Maschine ohne Probleme. So, und dann würde ich sagen, ja, wir könnten mal schauen, ob wir hier zur Landung ansetzen. Ah, der Sound ist echt sehr gut bei dem Flieger hier. Das ist ja so der typische Sound für die F4U, den man kennt. So, ich sehe gerade, in der letzten Folge hatten wir ja hier den Flughafen gesehen, aus der Luft. Den sehe ich jetzt gerade wieder und dann würde ich sagen, landen wir mal hier. Aber vorher will ich wissen, welcher das ist. Ah, die Karte. So, wir befinden uns hier. EDLE ist doch Düsseldorf. Ach, EDLE, ja. EDLL ist, glaube ich, so. Ich weiß es nicht. Will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. So, dann würde ich sagen, ja, würde ich mal so sichtflugmäßig hier landen wollen. Ich hoffe, das mit dem Rad hinten hat jetzt funktioniert. Habe ich ja geändert in den Settings. So, ich muss mal schauen, wo haben wir den denn, den Flughafen? Von oben konnte ich das gerade besser erkennen. Bin ich schon vorbei oder was? Werde ich es hier los? Ansonsten, ich würde sagen, nee, machen wir jetzt hier keine Faxen. Geht's ab, zurück nach Düsseldorf. Da müssen wir hier rüber. Aber ich brauche ein bisschen mehr Leistung. Sonst mache ich gleich hier den Absacker. Ja, ich muss sagen, von den Flugeigenschaften macht das Flugzeug auf jeden Fall eine Menge Spaß. Fliegt sich sehr cool. Das einzige Manko ist, obwohl die Livery sieht gar nicht so schlecht aus. Das war gerade irgendwie ein Anzeigefehler oder so. Jetzt sieht man die richtig. Oh, sieht auch gar nicht so verkehrt aus. So, so ein bisschen abgefuckt. So. Ja, so gefällt mir die Maschine. Ja, warum das gerade so komisch aussah, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich. Nö. Ist alles tutti. Boah, die Maschine, ey, das ist sehr cool. Die verhält sich irgendwie total realistisch. So, hier jeder Ruderausschlag wird direkt hier ins Flugverhalten umgesetzt. Gefällt mir sehr gut. So, und da befinden wir uns eigentlich auch schon im Landeanflug. Ich kann die zwei Runways sehen. Ich hoffe, das mit dem Bugrad funktioniert jetzt. Ich will jetzt hier eine vernünftige Landung hinlegen. Eine ordentliche. Und ja, wenn das Bugrad jetzt immer noch so komisch arretiert ist, dann... Bugrad. Ich sag die ganze Zeit Bugrad. Heckrad. Also dieses Spornrad hinten, meine ich natürlich. Wenn das immer noch so komisch arretiert ist, dann werde ich wohl gleich ein Problem bekommen. Aber wir können mal schon mal das Fahrwerk ausfahren, würde ich so glatt behaupten. Und dann können wir uns auch eigentlich schon einschwenken auf die Landebahn. Und ich würde sagen, schon mal Klappen ausfahren.
Weil sonst kann ich die Höhe hier nicht halten mit der niedrigen Geschwindigkeit. Ja, so sieht das Ganze schon viel besser aus. Und dann kommen wir jetzt auch, ja, ich würde sagen, ganz geschmeidig runter. Ich nehme mal die linke Runway. So, wir sind quasi schon fast vor Leerlauf. Ja, ein bisschen was muss ich noch geben hier an Leistung, sonst schaffen wir nicht mehr bis zur Runway, aber das wird jetzt nicht so das Problem sein. Hier sind wieder die Strommasten, die kennen wir ja schon aus diversen anderer Videos von mir. Von der Seite anfliegen ist immer hier ein bisschen heikel. So, und dann müsste das jetzt auch ordentlich funktionieren. Okay, jetzt komme ich ein bisschen hier in so eine Korrigierphase. Ja, okay. Oh, das Flugverhalten, ich finde das richtig geil bei der Maschine. Das macht mir Spaß, das sieht nicht so statisch aus. Da muss man auch ein bisschen was machen. So, und jetzt butterweich aufsetzen. Ah, okay, nicht ganz. Okay, hoffentlich das Heckrad hier. Hoffentlich ist das in Ordnung. Ansonsten. Okay, Setting. Nein, 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 nein. Es stimmt immer noch nicht. Okay. Okay. Lag jetzt nicht an mir. jetzt kommen alles nur Videos mit Crash und Fails. Nein, Quatsch. Lag jetzt nicht an mir. Ich weiß nicht, ich hätte vorher nachschauen sollen wegen dem Spornrad. Da stimmt irgendwas nicht, aber könnte auch ein Fehler am Flugzeug selber sein, weil bei allen anderen funktioniert es einwandfrei. Ist halt ein kostenloser Add-on-Flieger. Vielleicht ist da auch irgendwas nicht stimmig, weil kann ich mir nicht vorstellen, warum soll es bei den anderen funktionieren und bei dem Flieger hier nicht. Ja, da werde ich aber nochmal nachschauen. Jedenfalls vom Flugmodell her finde ich das Modell 1A. Kann ich anders sagen. Cockpit, ja, okay, ist das Manko jetzt an der Maschine. Aber ansonsten, ja. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich werde mal schauen, dass ich das mit dem Spornrad da irgendwie in den Griff bekomme, weil ansonsten macht das für mich auch keinen Sinn, weil starten und landen wäre dann schon schwierig, weil ja, die Maschine liegt quasi auf dem Spornrad beim Starten und Landen, sieht man ja. Ja. Da würde ich sagen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, trotz meiner Bruchlandung durch ja quasi fehlerhaften Spornrad, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch mein Kanal generell gefällt und auch die anderen Videos, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, natürlich kostenlos, ohne Netz und doppelten Boden. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt raus und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal. Bis dann.